25. März 2022, Fridays for Future Hamburg. Was steht auf deinem Schild? Auf der einen Seite steht Freiheit den Dreadlocks und der Ukraine. Mhm. Natürlich kann man sich im Moment auf Demonstrationen nicht von dem Ukraine-Krieg und dem gewollten Frieden entfernen. Und die Dreadlocks sind ja Thema bei der Fridays for Future Demo in Hannover gewesen, dass einer Dreadlock-Künstlerin verboten worden ist, aufzutreten, weil sie sich eine andere Kultur aneignen würde. Im Umkehrschluss müsste das aber auch heißen, dass sich Schwarze die Haare nicht glätten dürfen, ein saudi-arabischer Kumpel einen Schnauzer tragen müsste. Keine Ahnung, also da, wo fängt denn das an? Das ist wirklich sehr, sehr übertrieben und sehr dogmatisch. Und auf der anderen Seite ist es erneuerbare Energien jetzt, das ist das Improvisiertes. Mein anderes Schild heißt eher, eure Feigheit kotzt mich an, mehr Mut für Entscheidungen und Umsetzung, weil die Politiker einfach viel zu lange, 40 Jahre lang damit gewartet haben, obwohl sie genau wussten, was auf uns zukommt, unsere Zukunft zu retten, unseren Planeten zu retten. Und ich habe meinen Kindern gegenüber ein sehr schlechtes Gewissen, dass ich ihnen einen solchen Planeten überlassen muss, letztlich. Und nicht viel daran ändern kann, als auf Demonstrationen zu gehen und hoffentlich die richtigen Parteien zu wählen. Was sind die richtigen Parteien? Die sich natürlich in erster Linie dafür einsetzen. Aber letztlich, wie wir jetzt erleben, müssen die auch Kompromisse schließen, weil die Realität einfach so anders aussieht und weil irgendwelche profilneurotische, machtgeile, weiße Politiker ja, die Welt auf den Kopf stellen. Ja. Sag ich mal so. Also Fazit, Fridays for Future und Dreadlocks sind miteinander vereinbar? Natürlich, auf jeden Fall. Das ist ein Sympathiezeichen, eine Sympathiebekundung für andere Kulturen. Das ist Vielfalt, gelebte Vielfalt. Mhm. Auf jeden Fall. Vielen Dank für das Gespräch. Noch einmal mit deinen beiden Schildern. Freiheit, den Dreadlocks und der Ukraine. Vielen Dank für das Gespräch, war sehr schön. Vielen Dank. 25. März 2022. Fridays for Future Hamburg. Was steht auf deinem Schild? Da steht Dreads für alle, aber natürlich nur für die Leute, die Bock darauf haben. Fridays for Futures und Dreads oder Dreadslock miteinander vereinbar? Naja, mir ist zu Ohren gekommen, dass eine junge Frau mit ihrem Band auftreten wollte und aufgefordert war, ihre Haare abzuschneiden, weil Dreadlocks tragen anstößig wäre gegenüber afrikanischer oder dunkelhäutiger Bevölkerung. Und ich muss sagen, ich habe das Gefühl, ich komme so eher aus den 70er und ich bin mit so vielen Menschen groß geworden, die Dreads getragen haben. Und für mein Gefühl kommen die aus Jamaika und stehen auf Reggae-Musik. Und das ist so eine Art Lebensstil, Lebensphilosophie, ein Lebensgefühl. Das glaube ich wirklich gar nicht an eine Rasse, darf man das so sagen, gebunden ist sozusagen. Ja. Mein Bruder und mein Neffe, die haben auch Dreadlocks. Und ich glaube, so haben die mir gesagt, dass da geht es um Wertschätzung. Ja, ich glaube, das ist genau das Gegenteil. Ich glaube, wenn man als weiße oder ja, Person sozusagen diese Haartracht trägt, dann hat das, glaube ich, eher zu tun mit, dass man Reggae-Musik schätzt, weißt du? Aber darf ich stehen? Okay, ist ein bisschen laut gerade. Ja, es ist sehr, sehr laut, der Hubschrauber. Aber okay, dein Schild spricht ja für sich. Ne? Ja, ich weiß nicht wie. Warte, oh, die ist über unseren Kopf. Du solltest das alles rausschneiden, aber ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Aber ich habe das Gefühl, dass die jungen Menschen von heute, weißt du, von 12 bis 25, so aufpassen müssen, was sie sagen, von Bodybashing bis zu Sternchen in der Sprache, bis zu, dass man mittlerweile auch echt nicht mehr genau weiß, was jetzt rassistisch ist und was nicht. Und ich glaube, man sollte sich nicht in Schubladen stecken und einfach miteinander zusammenleben. Weißt du? Darf ich fragen, wie alt du bist? Oh, also, ja, 47. 47? Ja. Na gut, ich bin 41. Also ich kenne ganz viele in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die Dreadlocks tragen. Und das ist als Wertschätzung und Respekt vor der Kultur empfunden. Ja, aber
von welcher Kultur, weil die afrikanische Kultur, die tragen doch nicht alle Dreadlocks. Das sind so bestimmte, es ist sowieso nur bestimmte... Von dieser Reggae-Kultur, ja, Bob genau. Marley, das meine ich. Ja. Das meine ich mit Kultur. Ach, Sie meinen Reggae. Auch die Dreadlocks. Ja, klar. So, das ist ein Solidarität. Dieser Lebensstil, ja. Ja, klar. Es ist auch, ein Peace, wir sind alle zusammen. Ja, die lieben alle Bob Marley, Peter Tosh, ja. Dann finde ich, und dann sollte Fridays for Future, sorry, dann sollten sie auch revidieren können und das nochmal überprüfen, was sie gesagt haben. Vielleicht passiert das ja noch. Ja, ein bisschen spät, oder? Ja. Ist schon ein paar Tage her, oder? Ja. Okay, ich wünsche dir alles Gute bei der Demo. Vielen Dank noch einmal mit deinem Schild. Dreads für alle, die sie tragen wollen. Das ist doch eine ganz konkrete Aussage. Ja. Vielen Dank, alles Danke. Gute. Tschüss. Aus was ist das denn gemacht? Aus was gemacht ist? Aus den Bällen für die Bällebäder, für die kleinen Kinder. Aber nicht von mir, sondern von einer Künstlerin, die sich freut, dass das heute auch auf die Demonstration kommt. Also so wie bei IKEA, das Bällebad. Genau, genau das. Wow, und daraus deshalb, dann ein Friedenszeichen. Deshalb freuen sich auch alle Kinder, wenn sie es sehen. Ein Zeichen für die Zukunft, ein Zeichen für den Frieden. Bällebad, Frieden, Symbol. Und hier, Bällebad von einer Künstlerin. Thank you.
Ja.